Hey Leute, hier sind wir wieder im Wing Revolution Club in München Ost und Farid Emre hat mich gefragt, kannst du mal ein Video machen, wie man gegen größere Gegner kämpft? Und heute habe ich Tibor bei mir und persönlich kämpfe ich am allerliebsten gegen größere Gegner. Und wie ich das mache, erzähle ich euch heute. Also Leute, 5 Tipps, wie man gegen größere Gegner kämpft. Also, du siehst hier, Tibor ist größer als ich und er hat längere Arme als ich. Also hat er größere Reichweite. Wenn er mal seine Arme ausstreckt, bin ich hier und ich komme eigentlich nicht ran. Das heißt, was ich im Kampf machen muss, ist, ich muss in die Distanz. Also ich muss zum Gegner, ich muss in den Gegner rein, damit ich dann hier ihn bearbeiten kann. Das ist schon mal der erste. Wie mache ich das jetzt? Erstens gibt es da eine Möglichkeit, und zwar lateral gehen. Also, der zweite Tipp ist eben, du musst dich bewegen. Das heißt, dein Oberkörper bewegt sich und du gehst nach links und du gehst nach rechts. Das heißt, wenn er jetzt mal ein bisschen schlägt, genau, machen. Genau, immer lateral gehen und Oberkörper bewegen. Dann dritter Tipp, damit du das machen kannst, musst du deine Deckung nach oben ziehen. Das heißt, du kannst nicht hier ohne Deckung oder mit der Deckung nach unten, wenn er jetzt mal auf mich zuschlägt, kannst du nicht das hier machen, weil du kriegst dann auf die Schnauze. Also, Deckung hoch, lateral gehen und nach vorne gehen, Druck machen. Das ist der dritte Tipp. Der vierte Tipp, das ist deine Geheimwaffe als kleinerer Kämpfer, überhaken. Wenn er jetzt kämpft und ich bewege mich schön, geh mal schön gerade, das was ich mache, sind die hier, die Bewegungen. Also, die Sache ist die, du gehst nach innen, machst Druck und machst diese Bewegungen hier. Mach mal hoch. Genau, diese Bewegungen hier. Wenn er jetzt eine rechte schlägt, boom. Ohne linke, boom. Genau. Das heißt, ich mache die ganze Zeit Druck, bewege mich und wenn ich dann in seiner Distanz bin, dann, boom, kommt der Überhaken. So, und der fünfte Tipp ist, ganz ruhig. Nehmt einfach die Geschwindigkeit raus und ihr macht das so. Ihr bleibt draußen und dann, wenn ihr soweit seid, dann macht ihr Druck und geht hier rein. Das sind so 5 Tipps, wie ihr größere Gegner besiegen könnt. Und übt es im Sparring. Ihr müsst schön die Distanz bewahren. Mach mal, ihr müsst die Distanz bewahren. Schön ruhig, nicht immer Druck machen. Ihr müsst ja rein, aber ihr könnt es nicht die ganze Zeit Druck machen. Er hat einfach viel mehr Kraft. Wenn er dagegen hält und nach vorne geht, hat er einfach viel mehr Kraft. Das heißt, einfach ganz locker den Kampf dominieren. Geh raus. Und dann, boom, lateral und Druck machen. Boom, Druck machen. Und wieder raus. Und dann wieder, boom, boom, boom. Genau. Ich hoffe, das hat euch gefallen, Leute. Kommt mal vorbei, ich bin jeden Montag hier, Wing Revolution Club in München Ost. Dann könnt ihr mich persönlich treffen, können wir zusammen trainieren. Und ja, bis zum nächsten Mal, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ciao.